Mit was für Menschen treibst du dich rum? Erfolgreiche oder? Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn du Erfolg haben möchtest, dich jedoch nur mit Menschen umgibst, die keinen Erfolg haben, dann holen die dich automatisch runter. Du bist ambitioniert. Ich habe das damals auch am eigenen Leib erfahren. Ich war ambitioniert, strebsam und habe es dann erlebt in der Skischule. Boah, du bist ein Streber, es ist ja eklig, du bist ein Schleimer, komm mal runter. Was soll denn das Ganze? Take it easy, mach Dienst nach Vorschrift. Aber ich konnte das ganz einfach nicht, weil wenn ich was mache, mache ich es mit Leidenschaft. Ich liebe das, was ich mache. Und dann engagiere ich mich auch voll und ganz, gehe darin auf. Und wenn du natürlich so ein Umfeld hast, was dann anfängt, dich runterzuziehen, brauchst du nicht erstaunt zu sein, wenn du nachher genauso schwach wie die unterwegs bist und der Erfolg Kehrtwende macht vor dir und einfach verschwindet. Also schau dir einfach nochmal deine Freunde an. Ich weiß, was es der eine oder andere wieder denkt. Ja, wenn es so einfach wäre, das ist doch egoistisch, das sind doch auch liebe Menschen. Es geht doch nicht darum, ob das wertvolle Menschen sind oder nicht. Das stelle ich ja gar nicht in Frage. Es geht einfach nur darum, bringt es dich weiter oder kostet es dich ganz einfach Energie? Und wenn immer nur über den blöden scheiß Chef geschimpft wird und über die blöden Kunden und die scheiß Arbeit und das einem alles ankotzt, ja, dann brauchst du im Schlusseffekt nicht erstaunt zu sein, wenn du nachher verkotzt aussiehst, verschissen aussiehst und wenn dein Leben auch verkotzt und verschissen ist, ja? Also, es liegt wirklich an dir und du hast es in deiner Hand. Die Frage ist aber einfach, ob du das jetzt hier verstehst oder sagst, das ist ein völliger blödsinniger Videoclip. Du hast natürlich aus deiner Sicht völlig recht, du kannst aber auch mal darüber nachdenken und einfach schauen, wäre es vielleicht sinnvoll, hier ein paar andere Parameter anzusetzen und das Leben entsprechend zu ändern ins Positive. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf. Tschüss, bye bye, ihr euer Ernst Krameri.